Sie sollten jetzt einen kurzen Hinweis bekommen haben, dass die Aufzeichnung startet. Genau, dann, wie gesagt, herzlich willkommen von unserer Seite aus. Bevor Sebastian gleich loslegen darf und Einblicke in die Studienfinanzierung geben wird, werden meine Kollegin Julia Brahms und ich einmal eFellowsNet als Online-Stipendiengeber vorstellen. Wir richten dieses Webinar aus und genau. eFellowsNet ist seit fast 25 Jahren dabei und vereint Karrierenetzwerk, Online-Stipendium und auch Informationsportal. Damit unterstützen wir Schüler, also vor allen Dingen AbiturientInnen, Studierende und auch Berufstätige. Sie sehen in den Klammern, habe ich mal die Anzahl an Stipendiaten, die wir in unserem Netzwerk haben, mit aufgeschrieben, die die Möglichkeit haben, von uns nochmal exklusiver unterstützt zu werden. Was bedeutet das? Innerhalb unseres Stipendiums bietet eFellowsNet geldwerte Leistungen. Also jeder Stipendiat bekommt diese Möglichkeit auf den Zugriff auf kostenlose Zeitungen, sowohl als Print als auch digital. Das bezieht sich auf zum Beispiel die Zeit oder das Handelsblatt oder die Wirtschaftswoche. Also haben wir eine große Auswahl. Außerdem gibt es einen kostenlosen Zugang auf Datenbanken. Das könnte relevant sein für Ihre Kinder, wenn es dann in den Studienalltag geht, beziehungsweise die ersten Studienarbeiten anstehen. Außerdem bieten wir jedes Jahr kostenlose Ratgeber von uns an, aber auch Fachbücher werden verlost von verschiedenen Verlagen. Ein ganz besonderer Punkt in dem Rahmen findet das hier auch statt. Wir haben exklusive Events, nicht nur für Studierende, sondern auch für Schüler. Dazu wird meine Kollegin Julia Brahms gleich noch mehr sagen. Und dann auch für die Zukunft, wenn es dann über das Studium hinausgeht oder während des Studiums, ist unser Jobportal mit den Praktika und Mentoren auch erwähnenswert. Genau, und dann gebe ich schon an meine Kollegin weiter. Herzlichen Dank, Ulrike. Für Sie als Eltern von Kindern, die sich mit der Studienwahl gerade befassen oder im Anfang des Studiums befinden, ist unsere Veranstaltung Startschuss Abi interessant. Das ist ein kostenloser Studieninfotag, ein sehr persönlicher Infotag, keine Massenmesse, sondern in kleinem Rahmen, bei dem man ausführlich sich beraten lassen kann, unter anderem von Sebastian Horndasch, wie Sie auf diesem Bild sehen können, den Sie auch gleich noch kennenlernen werden. Den treffen Sie auf unseren Veranstaltungen persönlich und können dort auch noch mal alle Fragen stellen. Nächste Woche am Samstag, den 9. März, sind wir in München in der Nähe vom Karlsplatz Stachus, findet Startschuss Abi statt mit 19 Hochschulen und Unternehmen, die zu ihren Studienangeboten beraten, aber auch zusätzliche Angebote wie eben der Sebastian oder auch das Amerika-Haus, AIFS, die zu Ausland, Finanzierung, Stipendien, Au-pair und so weiter beraten. Sie sehen hier alle Termine, die in diesem Jahr vor Ort noch anstehen. Wir sind in Stuttgart, Bochum und Frankfurt auch vor Ort im November wieder. Und im Oktober findet der Online-Infoabend Studieren im Ausland statt mit Hochschulen aus dem Ausland, falls das ein Thema ist für Ihre Kinder. Das Webinar und auch die Folien bekommen Sie im Nachgang zugeschickt. Dann können Sie auch noch mal diese Links verfolgen und sich dafür gerne schon anmelden. Es gibt einen expliziten Elternvortrag auch von Sebastian, der alle Themen umreißt, nicht nur die Studienfinanzierung, sondern alles, was mit diesem Thema zusammenhängt und was sie gerade umtreibt. Auch wie findet man überhaupt den richtigen Studiengang, die richtige Hochschule, was ist dieser NC und so weiter. 75% der SchülerInnen, die bei Status Abi teilnehmen, wissen nach der Teilnehmer, was sie machen wollen. Das ist der Vorteil, wenn man vor Ort tatsächlich mit den Hochschulen und Anbietern von Studiengängen spricht. Mehr als 200 Studiengänge werden vorgestellt. Und es sind auch Studierende aus unserem Netzwerk mit vor Ort, also StipendiatInnen, die wir fördern, die sich schon im Studium befinden und aus erster Hand berichten können, wie es im Studium abläuft. Und neben diesem Webinar, Ulrike hat es vorher schon gesagt, gibt es noch mehrere Webinare in der Webinarreihe, über die wir Sie auch noch mal gerne informieren. Sie bekommen vorher morgen von uns noch mal die E-Mail mit der Aufzeichnung und den Folien. Am 27. Juni und am 19. September wird
Sebastian nochmal Einblicke geben, zum einen in die Bewerbung und zum anderen auch in die unterschiedlichen Studienwege und eine Entscheidungshilfe geben, wie Sie und Ihre Kinder das Richtige finden. Und jetzt haben wir genug geredet, würde ich sagen, und wir übergeben das Wort an Sebastian, der jetzt loslegt mit allen Hintergründen und Infos zur Studienfinanzierung. Ja, ganz vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind, auch so zahlreich. Das ist natürlich eine ganz große Freude für mich. Ich teile direkt mal meinen Bildschirm und ich sage Ihnen vielleicht auch noch was dazu. Warte mal, jetzt habe ich hier Studienfinanzierung Eltern. Da sehe ich, ich habe die Folien alle angepasst, aber ich hatte einen alten Titel da. So, jetzt ist es richtig. Sie kriegen auch die Folien danach von mir. Am Ende dieses Vortrags finden Sie einen QR-Code. Ich werde auch einen Link in den Chat packen, worüber Sie die Folien herunterladen können. Sie müssen also nicht Ihren Bildschirm abfotografieren. So, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich hier so auf Vollbildmodus gehe und dann starten wir doch mal durch. Eine kurze Vorstellung zu mir von meinem Hintergrund her, Studienhintergrund. Ich stamme aus Bremen, ich habe in Erfurt Staatswissenschaften studiert, das ist eine Mischung aus Wirtschaft, Politik und Recht, gibt es auch noch ein paar anderen Städten, Passau unter anderem. Ich habe zwei Master gemacht, einen in Volkswirtschaftslehre, ganz klassisch in England, Nottingham. Ich habe später noch einen in Bildungsmanagement gemacht in Kairo und Ludwigsburg, ist sicherlich eine etwas exotischere Kombination, war sowieso viel im Ausland als Studie und danach habe zwei Bücher geschrieben. Kaufen Sie nicht meine Bücher, ist vielleicht ein bisschen überraschende Aussage von einem Buchautor, die sind gnadenlos veraltet. Deswegen, die waren mal gut, für die Zeit sind sie es auch noch, aber die sind einfach inzwischen ein bisschen alt geworden. Hauptberuflich leite ich das University Future Festival, das ist die größte Veranstaltung zu Innovationen in der akademischen Bildung in deutschsprachigen Raum mit mehreren tausend Leuten. Das mache ich als Hauptberuf, das hier jetzt mache ich als Nebenberuf. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Was sind die Themen? Vielleicht noch eine Sache. Ich habe mir ein bisschen Spaß erlaubt. Ich habe tatsächlich alle Bilder, die Sie finden werden, außer logischerweise das Porträt von mir, habe ich von einer KI erstellen lassen. Und Sie finden immer so ein ganz kleines weißes Fältchen, wo Sie sehen, was meine Eingabe war. Hier habe ich zum Beispiel einfach mal Money eingegeben. Ich habe immer Midjourney benutzt. Das steht dort. Also Midjourney ist die künstliche Intelligenz und dann mein Prompt. Das heißt, gucken Sie auch mal drauf. Das ist teilweise auch ganz lustig, was dabei so rausgekommen ist. Was sind die Themen? Rechte und Pflichten. Das heißt, wir kommen erstmal ein bisschen zum Juristischen. Was müssen Sie tun? Was können Sie tun? Was sind die Kosten von einem Studium? Variieren natürlich wild, völlig klar, aber ich gebe Ihnen ein paar Ideen. Dann erzähle ich Ihnen was zum BAföG, falls Ihr Kind einen BAföG-Anspruch haben könnte. Stipendien, ganz, ganz wichtiges Thema, natürlich ja auch für E-Fellows. Kredite, leider mit den hohen Zinsen ziemlich unattraktiv geworden und später Steuern sparen, also später Steuern, dass wir ihre Kinder später Steuern sparen können. Das sind die Themen. Ich würde sagen, starten wir durch. Erstmal mit den Rechten und den Pflichten. Wir haben erstmal, wenn Ihre Kinder volljährig sind, haben Sie einen Anspruch auf Unterhalt während der Ausbildung. Und das ist ein einklagbarer Anspruch. Also Ihre Kinder könnten hingehen, vor Gericht ziehen und Sie darauf verklagen. Das gilt für Bachelor und für Master. Also erst mit dem Master endet Ihre Unterhaltspflicht. Man kann die Regelstudienzeit allerdings nur knapp überschreiten. Wie viel ist ein bisschen unklar. 1 bis 2 Semester ist quasi noch in Ordnung. Danach wären Sie nicht mehr unterhaltspflichtig. Die Studienwahl ist eine Sache der Kinder. Wenn Ihr Kind sagt, es möchte etwas studieren, ich nehme jetzt mal ein etwas verrücktes Studium, angewandte Freizeitwissenschaften in meiner Heimatstadt Bremen, das ist ein Studium, was es tatsächlich gibt, dann auch dann können Sie nicht sagen, nein, dafür kriegst du kein Geld. Das müssen Sie einfach ertragen quasi. Gibt auch Schlimmeres. Dann gibt es noch eine Übergangszeit von 3 Monaten und danach gibt es keine Zahlungsverpflichtung mehr. Und was ist denn eigentlich die Zahlungsverpflichtung? Das ist natürlich eine sehr relevante Frage. Das ist tatsächlich, das sind 930 Euro. Das ist Stand jetzt. Das habe ich nochmal nachgeprüft, als ich diese Folien vorbereitet habe. Kindergeld. Sie kriegen ihr Kindergeld für ihre Kinder und zwar bis ihr Kind 25 wird, wenn es sich noch in einer Ausbildung befindet, also quasi bis es, also
mit dem 25. Geburtstag endet der Kindergeldempfang. Sie kriegen 250 Euro im Monat. Hierbei ist das Einkommen des Kindes irrelevant. Das heißt, wenn Ihr Kind nur maximal 20 Stunden pro Woche arbeitet und in diesen 20 Stunden, weil Ihr Kind vielleicht auch einen Job hat, wo er sehr viel verdient. Es ist völlig egal, wie Ihr Kind verdient. Es darf maximal 20 Stunden pro Woche im Semester arbeiten und dann gibt es auf jeden Fall das Kindergeld. Und ganz wichtig, das Kindergeld steht zu 100% dem Kind zu. Das ist mit dem Unterhaltsanspruch zu verrechnen, also diese 930 Euro, die Sie gesetzlich gezwungen sind zu zahlen. Das verrechnet sich. Sie haben aber rein rechtlich gesehen gar nicht das Recht, das Kindergeld einzubehalten. So nach dem Motto, naja, wir hatten jetzt irgendwie wir hatten jetzt 18 Jahre mit dir irgendwie so erhebliche Kosten, da 250 Euro im Monat oder damals war es ja weniger. Das deckt das ja gar nicht. Das ist jetzt quasi so ein bisschen Kreditabbezahlung. Rechtlich gesehen funktioniert das nicht. So, genau. So viel zu Rechten und Pflichten. BAföG springt dann ein, natürlich, dazu kommen wir ja gleich, wenn Sie laut Gesetzgeber nicht oder nicht voll in der Lage sind, die Ausbildung Ihres Kindes zu finanzieren. Da springt dann das BAföG ein. Hat aber seine Haken und Ösen, muss man auch ganz klar sagen. Was kostet ein Studium? Das ist natürlich, das kommt natürlich darauf an, wie man fragt. Wenn man den Staat fragt, sind es eben diese 930 Euro im Monat Unterhalt. Das ist das, was laut Staat ein Studium so Pi mal Daumen kostet. Ist das realistisch? Nein, natürlich nicht. Wenn man Studierende fragt, hat man so ein Range, das ist jetzt eine Statistik, das ist vom Deutschen Studentenwerk, eine alle drei Jahre erhobene Statistik. Und das ist so der Range, in dem sich das bewegt, in dem, wo wir etwa jetzt 90-95% der Studierende im Monat haben. Das variiert also stark. Und was kostet ein Studium pro Monat genau? Ich habe das hier mal aufgedröselt. Das sind die Kosten laut, ich muss mal das was verschieben hier, sonst kann ich das hier nicht richtig sehen. Kann ich das hier so hin verschieben? Ja. Wie ist das also? Wohnen ist der größte Posten und Wohnen kann extrem variieren. 253 Euro bis 720 Euro. Das ist so die Varianz, die bei etwa, wenn man so 90% Intervall nimmt, dort vom Deutschen Studentenwerk gemessen wurde. Es geht weiter, Essen variiert nicht so stark, Fahrtkosten, Sie sehen es dort, da kommen wir dann eben auf diese extremen Kosten. Und Miete ist eben das größte Problem. Studentenwohnheimplätze sind rar. Studentenwohnheimplätze, wenn Ihr Kind ins Studentenwohnheim kommt, ist es nicht so teuer. Die sind aber in fast allen Städten rar und es gibt lange Wartezeiten. Die Krankenversicherung ist ab 30 Jahren teurer, ist also aktuell noch kein Problem. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass Sie hier für Ihre 30-jährigen Kinder in dieses Meeting gekommen sind. Im Regelfall kommen eher Leute hier rein, deren Kinder noch im schulpflichtigen Alter sind oder dem gerade entsprungen sind. Insofern ist quasi das, was dort mit der Krankenversicherung steht, das ist für Sie nicht wichtig. Die Zahlen basieren auf der 22. Sozialerhebung und Inflation wurde dazu addiert. Also da wurde einfach ein Inflationsfaktor noch drauf gemacht, weil seit 2021 sind die Preise ja deutlich gestiegen. Das sind jetzt die Kosten. Okay, das habe ich übrigens aus dieser Quelle. Wenn Sie dann die Folien haben, können Sie die Quellen natürlich auch checken. Studis Online, eine sehr tolle Quelle, die dröseln das sehr, sehr, sehr detailliert auf, sodass Sie da für den individuellen Fall Ihres Kindes auf jeden Fall eine gute Idee bekommen. Wie sind die Mieten? Ich habe Ihnen da Statistiken mitgebracht. Und zwar hat das Institut für Wirtschaft in Köln, die machen jährlich eine Erhebung, wo sie eine Standardwohnung definieren, eine mittlere Ausstattung, 30 Quadratmeter Wohnung mit einer Einbauküche maximal 1,5 Kilometer von der Uni entfernt. Das wird immer mit einem leichten Zeitverzug. Also die neuesten Zahlen sind vom zweiten Halbjahr 2022. Die jetzt Zahlen sind quasi eine Auswertung. Wir nehmen immer so ein halbes Jahr und dann so. Und jetzt gucken wir mal, was sind die Warmmieten? Wie unterscheidet sich das? Die teuerste Stadt ist tatsächlich Frankfurt, nicht München, sondern Frankfurt mit 816 Euro für eine solche Wohnung. Naja, und dann geht das halt immer weiter. Auch Berlin war mal günstig, ist es nicht mehr mit 652 Euro für eine solche Wohnung. Auch Köln teuer. Im Vergleich sind noch Leipzig und Magdeburg von den Städten mit größeren Universitäten am
Günstigsten. Da sehen Sie halt auch den Range. Es ist natürlich völlig klar, dass man, wenn man in Magdeburg studiert, sich dann eher eine 30 Quadratmeter Wohnung leistet, wenn man in Frankfurt studiert, eher ein kleines WG-Zimmer nimmt. Das ist ja natürlich logisch, dass man diese Zahlen nicht eins zu eins übertragen kann. Aber das ist nur, um Ihnen eine Idee zu geben, wie man quasi für dasselbe Produkt, für dieselbe Sache, wild unterschiedliche Preise bezahlt, je nachdem, in welcher Stadt man guckt. Und das ist natürlich eben auch für die Kostenbasis, die Ihr Kind zu tragen hat, entscheidend. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Arbeiten. 63% aller Studierenden arbeiten während der Vorlesungszeit, also während des Semesters. In den Semesterferien sind es noch ein paar mehr, aber das ist vom Deutschen Studentenwerk die Befragung, 63%, also fast zwei Drittel. Und diese 63% arbeiten im Durchschnitt 15,1 Stunden pro Woche. Das ist auch gar nicht so wenig, wenn Sie sich das überlegen. Ich meine, die meisten von uns oder viele von uns haben einen Vollzeitjob, 40 Stunden, 38 Stunden, je nach Arbeitgeber. Da klingt 15,1 Stunden erstmal wenig, aber man soll ja auch nebenbei noch studieren. Und 15,1 Stunden sind halt eben dann auch roundabout zwei volle Arbeitstage pro Woche. Da bleibt dann halt auch deutlich weniger Zeit zum Studieren. Im Mittel verdienen die dabei 1.106 Euro. Das ist jetzt Stand 2021. Da habe ich jetzt keinen Inflationsfaktor drauf gerechnet. So, Jobben. Die gute Nachricht ist, dass der Jobmarkt für Studierende extrem gut ist. Man findet einen Job. Es ist wirklich eine Riesen-Run da drauf, Studierende zu finden, von der Gastronomie über viele Organisationen, die das auch für Nachwuchsgewinnung machen. Auch mein Arbeitgeber, wo ich das große Festival organisiere, auch bei uns läuft die Nachwuchsgewinnung tatsächlich sehr stark durch Leute, die als Studierende einen Job bei uns hatten, die sich bei uns bewiesen haben und die wir dann nach ihrem Studium gerne auch übernehmen. Das klappt nicht in jedem Fall. Aber das ist auch tatsächlich für viele auch durchaus ein Rekrutierungsding, dass man Studierende nimmt. Also der Jobmarkt ist wirklich super. Was gibt es für Grenzen beim Jobben? Man darf maximal 20 Stunden pro Woche während der Vorlesungszeit arbeiten. Vorlesungsfreie Zeit ist, kann man machen, was man will. Wenn man noch über die Familie versichert sein will, also Krankenversicherung und so weiter, darf man maximal 520 Euro im Monat verdienen. Und steuerfrei ist es aktuell bis 1.274 Euro brutto im Monat. Mindestlohn ist aktuell 12,41 Euro, gilt natürlich für Studierende genauso wie für alle anderen. Jetzt zum Kosten, zum Geld noch ein letzter Fakt. 11,6% ist der Anteil der Studierenden an privaten Hochschulen, und zwar im Jahre 2021. Das sind die neuesten Zahlen, die ich gefunden habe. Das ist erstens mehr als doppelt so viele wie 2011. Und wenn man das vergleicht, ich habe mein Studium vor etwa 20 Jahren begonnen, vor etwas über 20 Jahren. Damals hat vielleicht 1-2% privat studiert. Also auch wenn Sie studiert haben, damals waren private Hochschulen die absolute Ausnahme. Da war das wirklich ein exotischer Fall. Und wir haben eine riesige Zunahme bei privaten Hochschulen. Woran liegt denn das? Das ist natürlich erstmal ein bisschen überraschend. Wenn man sich überlegt, dass ein Studium an staatlichen Hochschulen kostenfrei ist, also eine Semestergebühr von irgendwie 150 Euro, okay, aber im Vergleich zu privat ist das natürlich kostenfrei. Woran liegt das also? Das ist nur für die Tonspur. Private Hochschulen haben oft besondere Angebote. Und es geht in verschiedene Richtungen. Das ist teilweise, bieten die leichteren Zugang zu Fächern, die sehr selektiv sind. Das wäre zum Beispiel in Medizin ein Beispiel, das wäre bei Psychologie ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz tolle Business Schools, die halt wirklich auf einem ganz hohen Niveau Leute Management Skills beibringen. Es gibt teilweise sehr flexible Studienmodelle, die die staatlichen Hochschulen so nicht umgesetzt bekommen. Da gibt es wirklich einen Haufen privater Hochschulen, wo ich durchaus auch ein sehr, sehr großer Fan von bin. Natürlich gibt es aber auch private Hochschulen, die jetzt gar nicht so toll sind, muss man natürlich auch sagen. Ich sage Ihnen das aber mit privat Studieren einfach deswegen, 11,6% hier werden einige auch drin sein in diesem Meeting, deren Kinder privates Studium in Erwägung ziehen. So, ziehen. So. Und das ist natürlich teuer. Zum Beispiel, wenn man sich Medizin studiert an der Medizinischen Hochschule Brandenburg, sind wir eben bei 20.000 Euro im Jahr. Das ist natürlich erheblich viel Geld für ein Medizinstudium. Über die ganze Zeit hat man halt 120.000 Euro ausgegeben. So, genau. Viele Private bieten halt Vorteile, einige Private halten aber auch nicht, was sie versprechen. Wenn Ihr Kind es also in Erwägung zieht, würde ich immer gucken, würde ich immer sehr, sehr genau prüfen,
lohnt sich das? Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Medizinstudium, wenn man es durchzieht, sind 120.000 Euro natürlich eine unglaubliche Summe. Gleichzeitig verdient man als Ärztin oder Arzt auch sehr, sehr gutes Geld danach. Da könnte man sagen, okay, das ist dann halt eine Investition, die lohnt sich. Das kann man dann nach, das Geld hat man nach einigen Jahren wieder drin, wenn man halt anders nicht gut ins Medizinstudium reinkommt. Es gibt aber auch durchaus private Studiengänge, wo man sagen kann, okay, das lohnt sich jetzt nicht zwangsläufig. Nur, dass Sie das so ein bisschen mal gehört haben. Man kann staatlich sehr gut studieren, aber es gibt eben auch private, die Dinge bieten, die staatliche so nicht bieten. Es ist nicht ohne Grund, dass private Hochschulen so stark zugenommen haben. Kommen wir zum nächsten großen Thema, BAföG. Dazu muss ich sagen, ich fand dieses Bild einfach so schön verrückt. Da hatte ich einfach tatsächlich The German Government Bright Colors Friendly gemacht. Warum habe ich so Bright Colors Friendly dahinter geschrieben? Wenn man einfach nur The German Government eingibt, dann kommt irgendwie so ein bisschen, da wird es ein bisschen shady. Also da sieht man auch, wie Deutschland so auch internationalen Medien dargestellt wird. Da ist man ganz schnell bei ein bisschen Nazi-mäßig. Also das war ganz, da kamen ganz so Bilder, die ich auch irgendwie nicht unbedingt hier, die nicht hier so reinpassen. Und dann hatte ich einfach gedacht, okay, befehle ich dem mal, dass es irgendwie freundlich macht. Und dann kam das raus. Und das fand ich irgendwie wirklich schön verrückt. Kommen wir aber zum BAföG zurück, weg von der künstlichen Intelligenz. 19% der prinzipiell Anspruchsberechtigten erhalten BAföG. Was meine ich mit prinzipiell Anspruchsberechtigten? Das sind Leute, die überhaupt BAföG beantragen können, also Bildungsinländer, also Deutsche und BildungsinländerInnen, also Leute, die einen langfristigen Bleibestatus haben und in Deutschland zur Schule gegangen sind. Das sind die Leute, die BAföG beantragen können. Es gibt noch ein paar Sonderregelungen für Leute aus der Ukraine. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, ich komme aus Korea nach Deutschland, will hier studieren, gar kein Problem, jeder kann hier studieren, aber BAföG gibt es dann halt nicht, weil keinen deutschen Pass und keine Bildungsinländer oder Bildungsinländerin. So, der durchschnittliche BAföG-Empfänger erhält 592 Euro im Monat. Was sind die Basics davon? Eltern müssen das Studium finanzieren. Das hatte ich Ihnen ja direkt eingangs gesagt. Und das BAföG hilft, wenn Eltern nicht finanzieren können. Und da gibt es halt eben Definitionen für. Und das ist eben das Gemeine. Die Verdienstschwellen, die Einkommensschwellen, ab wann man BAföG beantragen kann, sind nicht wirklich realistisch. Da hat die Politik über Wenn man ehrlich ist, die letzten 20 Jahre, da kann man jetzt nicht eine einzelne Regierung für verantwortlich machen, gespart. Weil, na klar, wenn man halt die Schwellen, ab wann man BAföG beantragen kann, realistisch ausweitet, dann kostet das ja viel mehr Geld. Dadurch haben wir aber die Situation, dass wir einen relevanten Anteil an Studierenden haben, deren Eltern objektiv, und das wissen dann auch die Studis, deren Eltern objektiv nicht das Studium teilweise oder voll finanzieren können. Das geht halt nicht, weil das Geld ist nicht da. Wo aber der Staat sagt, doch, das geht. Und das ist ein Problem. Das BAföG war eigentlich mal dazu da, wirklich in diesen Fällen einzuspringen. Das hat früher auch funktioniert. Früher hatten wir mal so eine Förderquote von etwa einem Drittel aller Studierenden. Und das haben wir halt nicht. Das heißt, es kann durchaus sein, oder es ist durchaus wahrscheinlich, dass auch ein paar hier in diesem Meeting dabei sind, die eben da reinfallen. Also BAföG hilft, wenn Eltern nicht finanzieren können. Und das Können ist definiert vom Staat. Und das ist natürlich ein bisschen komplizierter, ne? Weil wenn sie alleinerziehend sind, haben sie andere Sachen, als wenn sie irgendwie zu zweit sind. Wenn Geschwister dabei sind, dann ist natürlich auch andere Berechnung. Da komme ich gleich auf den Link, wo Sie das mal checken können. Der aktuelle Höchstsatz ist 934 Euro. Sie sehen also, der Höchstsatz ist ganz eng gekoppelt mit dem Unterhalt, den Sie zu zahlen verpflichtet sind. Das ist zu 50% ein Zuschuss vom Staat, zu 50% ein Darlehen. Das ist natürlich erstmal ziemlich attraktiv, dass man da quasi Geld umsonst kriegt. Man kann bis zu 522 Euro im Monat dazu verdienen. Also neben dem BAföG darf man jobben, aber nur 522 Euro im Monat. Und der Antrag, der wird im Regelfall beim lokalen Studierendenwerk gestellt. Ein paar Details dazu. Hier habe ich übrigens Olaf Scholz, Giving Money to Students gemacht. Ich finde, Olaf Scholz ist sehr schlecht getroffen. Angela Merkel hat sie wirklich deutlich besser getroffen. Die Maximalschuld sind 10.010 Euro. Das heißt, wenn Ihr Kind, sagen wir, den BAföG-Höchstsatz kriegt, kann man sich relativ schnell ausrechnen. Das sind dann ja im Jahr bereits etwa, wenn ich es richtig rechne, circa 11.000 Euro.
Knapp 11.000 Euro. Davon ist die Hälfte in Zuschuss, die Hälfte in Kredit. Wären wir bei 5.500 Euro. Naja, und wenn Ihr Kind das dann irgendwie 3, 4, 5 Jahre macht, dann sind wir natürlich ganz, ganz schnell an der Maximalschuld. Das heißt, sobald Ihr Kind bei den 10.010 Euro ist, werden keine weiteren Schulden angehäuft. Der Rest ist dann einfach nur Zuschuss. Die Rückzahlungsrate beträgt exakt 130 Euro. Die ist festgelegt. Man kriegt sogar einen Rabatt bei Rückzahlung auf einen Schlag. Man zahlt keine Zinsen. Das ist natürlich total toll. Ne? Es ist ein Kredit, ein zinsfreier Kredit. Wo gibt es sowas noch? Und wer kriegt es eben? Na klar, erstmal Höchstalters wurde deutlich angehoben. Vielleicht auch interessant für den oder die ein oder andere hier. Das Höchstalter ist jetzt auf 45 Jahre bei Studienantritt angehoben worden. Das lag mal bei 30 Jahren. Es haben alle Deutschen Anspruch und eben Ausländer mit langfristiger Aufenthaltsperspektive, langfristigem Aufenthalt und dauerhafte Bleibeperspektive. BAföG im Ausland, das ist attraktiv. Man kann nämlich, wenn man BAföG in Deutschland empfängt, kann man BAföG im gesamten EU-Ausland und der Schweiz empfangen. Das heißt, Ihr Kind muss keinen einzigen Tag in Deutschland studieren. Gar kein Problem. Es werden auch Studiengebühren übernommen, bis 5.600 Euro, allerdings ein Jahr nur. Also ein Jahr im Bachelor und ein Jahr im Master. Das ist ein bisschen komisch, weil ich meine, so ein Bachelor dauert 3 Jahre und warum wird dann in einem Jahr die Studiengebühren übernommen und im nächsten Jahr nicht? Ich finde es nicht so ganz logisch. Ist aber so. Man kriegt noch eine Reisepauschale dazu, für außerhalb der EU noch Lebenshaltungskosten. Warum außerhalb der EU? Ich habe ja gesagt, kein Anspruch. Das gilt dafür, wenn Ihr Kind ein Auslandssemester macht. Also wenn Ihr Kind, sagen wir, in Deutschland eingeschrieben ist und dann nach Los Angeles geht oder nach Shanghai und dort ein Semester im Ausland verbringt, dann gibt es noch zusätzlich Geld auch für Lebenshaltungskosten. Auslandspraktika werden übrigens auch gefördert. Es ist also, wenn man reinkommt ins BAföG, ist das eine super Sache. Der BAföG-Antrag ist übrigens der Horror, ist ganz schlimm. Nahezu niemand macht den BAföG-Antrag auf Anhieb richtig. Das ist echt richtig verrückt. Eigentlich werden immer, gibt es immer Nachforderungen von irgendwelchen Dokumenten. Das ist schon echt bitter auch. Wie lange dadurch der Prozess sich zieht. Aber wenn man irgendwie einen Anspruch hat, dann sollte man es machen, weil man kriegt wirklich, es gibt viele Zuschüsse, es gibt viele Optionen, da auch von extra Sachen zu profitieren. Generelle Infos zum BAföG, bafögrechner.de. Eine ganz, ganz, ganz tolle Seite. Ich kenne auch den Macher der Seite, einen der größten BAföG-Experten Deutschlands. Der hat eine richtig super, super Seite. Kommen wir zu Stipendien. Es gibt viele, viele, viele Stipendienmöglichkeiten. IFELUS hat natürlich auch ein Stipendium, was ich auch sehr empfehlen kann. Aber es gibt auch viele andere Stipendienmöglichkeiten. Und zwar circa, das ist eine Schätzung, das weiß man nicht so ganz genau, circa 2.300 Stipendiengeber gibt es in Deutschland. Etwa ein Fünftel findet nicht ausreichend qualifizierte BewerberInnen. Und ich werde Ihnen auch gleich sagen, warum das ist. Wofür gibt es Stipendien? So, erstmal Unterstützung für Begabte. Na, das ist ja relativ klar. So, oder jetzt habe ich mir das, ich habe es hier ein bisschen verdeckt. Genau, Auslandsaufenthalte, förderwürdige Vorhaben, bedürftige, besondere Persönlichkeiten. Das sind so ein bisschen Beispiele. Das ist eine Ordnung, die ich mal versucht habe, um irgendwie da mal eine Kategorisierung einzuführen. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Ordnung. Fangen wir mal bei den begabten Förderwerken an. Das sind die wichtigsten Förderer. Die sollen begabte Leute fördern. Alle gesellschaftlich wichtigen Gruppen haben ein begabten Förderwerk. Wer ist eine gesellschaftlich wichtige Gruppe? Da gibt es einen Haufen von. Da gibt es zum einen natürlich die Parteien. Da sind Sie sicherlich auch als erstes drauf gekommen. Alle Parteien, die traditionell im Bundestag vertreten sind, haben ein eigenes Begabtenförderwerk. Also alle außer der AfD. Es haben die Religionsgemeinschaften Begabtenförderwerke, und zwar 4 große Religionsgemeinschaften, natürlich evangelisch-katholische Kirche, völlig klar, aber auch die jüdische Gemeinde und die muslimische Gemeinde. Dann haben wir Wirtschaft, Arbeitnehmer. Da gibt es einmal die Böckler Stiftung, die ist gewerkschaftlich, dann die Stiftung der deutschen Wirtschaft, die ist arbeitgebernah, das ist, glaube ich, liegt der Name nahe, und die Bundesregierung hat noch die Studienstiftung des deutschen Volkes. Letztere ist eine sehr, sehr elitäre Veranstaltung. Dort haben Sie in erster Linie eine Chance aufgenommen zu werden, wenn Ihr Kind ein Abitur hat von 1,2 oder besser. Also das ist wirklich das für die Leute mit den absoluten Top-Noten. Ist aber auch eine ziemlich tolle Sache. Die bieten viel. Was wollen die eigentlich alle? Die wollen künftige Führungspersonen Deutschlands, und Führung hat im Sinne, das kann politisch, kulturell, gesellschaftlich, natürlich auch wirtschaftlich bedeuten.
wollen zukünftige Führungspersonen im eigenen Sinne positiv beeinflussen. Und das ist ja auch demokratisch alles mit diesem Mix völlig unproblematisch. Die Begabtenförderwerke, das Geld kommt von der Bundesregierung in allen Fällen. Das wird bei den Parteien, gibt es dann so, hängt es von Wahlergebnissen ab, wie viel Geld die weiterleiten können. Man bekommt von denen das BAföG, in dem Fall muss man es nicht gar nicht zurückzahlen. Man bekommt in jedem Fall, egal ob man BAföG berechtigt ist oder nicht, 300 Euro im Monat. Dann kriegt man ganz, ganz viel ideelle Förderung und Kontakte. Und das ist richtig toll. Also Seminare, man trifft besondere Persönlichkeiten. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Und die Voraussetzungen sind natürlich Leistung, Engagement und weltanschauliche Nähe. Leistung ist, glaube ich, klar, gute Noten, Engagement, gesellschaftliches Engagement, das kann für alles Mögliche sein, weltanschauliche Nähe, da muss man halt schon sagen, warum man der Stiftung nahesteht. Also so nur als Beispiel, die Grünen-Nahe Böll-Stiftung, da wären dann so Themen wie Nachhaltigkeit oder Gendergerechtigkeit. Wenn ich mir Stiftung Deutsche Wirtschaft anschaue, dann wäre das zum Beispiel Sachen wie freies Unternehmertum. Wenn ich mir angucke, die Naumann-Stiftung, die FDP-Nahe, da geht es dann um Themen wie, Freiheit des Individuums, ne? Also die haben schon so ein bisschen ihre Themen und da muss man halt auch sagen, okay, warum ist das ein Thema, was mich bewegt? Plus die Achtung auf Diversität. Das heißt, je untypischer man ist, da hat man so ein kleines Plus. Also ich sag mal, eine Frau in Technikfächern hat vielleicht einen kleinen Mini-Vorteil gegenüber einem Mann, der Jura studiert. So, das ist jetzt aber auch, das ist wirklich nicht kriegsentscheidend an der Stelle, aber es gibt so einen kleinen Diversitätsvorteil, wenn man sich da bewirbt. Und man sollte es möglichst früh bewerben. Wenn Sie jetzt also sagen, ach Mensch, mein Kind ist doch eigentlich ganz engagiert und hat irgendwie auch ganz gute Noten, da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall bewerben. Und zwar bewerben ab dem Moment, wo Ihr Kind die Zulassung zum Studium hat. Also wenn quasi die Mail kommt, ne, liebe Frau Müller oder wie auch immer Ihr Kind, wie Sie mit Nachnamen heißen, hiermit sind Sie akzeptiert als Studentin an der so und so Universität. Also ab dem Moment, wo quasi man das schriftlich hat, dass man genommen ist als Studi, kann man sich prinzipiell bewerben für die Begabtenförderwerke. Es gibt noch weitere Begabtenförderungen, zum Beispiel das Deutschlandstipendium, da fördern Wirtschaft und Staat begabte Studierende. Auch da gibt es 300 Euro, da bewirbt man sich direkt an der Hochschule. Das heißt, da muss Ihr Kind schon direkt an der Hochschule sein. Fast alle Hochschulen bieten das an und da ist das Hauptkriterium Leistung, aber das ist das von Hochschulen ein bisschen unterschiedlich. Was da die Forderungen sind. Schwerpunkt sind da die MINT-Fächer, also MINT steht für Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft. Warum diese Fächer? Weil die Unternehmen, die diese Stipendien sponsern, die können jetzt nicht die individuellen Studierenden aussuchen. Die können nicht sagen, deine Nase gefällt mir und deine nicht. Aber die können natürlich sagen, wir wollen Studierende aus einem bestimmten Fachbereich sponsoren. Ist natürlich auch ein naheliegender Wunsch und da sind eben für Unternehmen MINT-Fächer und Wirtschaft spannender als, ich sag mal, Kulturanthropologie. Ohne damit jetzt Kulturanthropologie schlecht reden zu wollen. Einfach nur faktisch ist es so, das interessiert halt die Unternehmen mehr. Weitere beispielshaft zum Beispiel das Elite-Netzwerk Bayern, das für hochbegabte Studis aus Bayern oder der Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds, da ist es anders als beim Namen, das ist zum Beispiel auch eine deutschlandweite Begabtenförderung. Da muss man nicht aus Köln stammen oder dort studieren. Fürs Ausland ist es der Deutsche Akademische Austauschdienst, der zahlt für Deutsche, die ins Ausland gehen, Ausländer, die nach Deutschland kommen, aber da ist es so tatsächlich, dass kein kompletter Bachelor im Ausland finanziert wird. Da werden zum Beispiel Praktika finanziert im Ausland. Also wenn Ihr Kind während des Studiums Praktikum im Ausland macht, dann gibt es da auf jeden Fall Optionen. Sommerkurse, das ist eine spannende Sache. Das wissen viele gar nicht, dass es das gibt. Es gibt ein richtiges System an Sommerkursen europäischer Universitäten, wo Studierende von anderen Universitäten hinkommen können und dann sich ein, zwei, drei Wochen mit Studierenden aus ganz Europa zusammen mit einem konkreten Thema beschäftigen. Das ist total toll. Das ist ein unglaublich tolles Angebot. Viele wissen das gar nicht. Viele Studierende wissen auch nicht, dass es das gibt. Und das ist ein Riesenkatalog an Dingen. Erstens findet man beim DAAD Informationen darüber und zweitens
gibt es auch noch die Option, dass der Deutsche Akademische Austauschdienst einen das finanziert. Also ein großer Tipp, wenn Ihr Kind irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand interessiert, ist solche Sommerkurse. Bachelorarbeiten, wenn Ihr Kind Ihr Bachelorarbeit schreibt oder halt Masterprogramme. Das ist natürlich noch ein bisschen weit entfernt. Beispiel zum Beispiel, wenn Ihr Kind einen Master in Großbritannien macht, dann gibt es für die Gebühren bis zu 18.000 Euro und nochmal etwas über 1.000 Euro im Monat plus Reisekosten. Das nur so als Beispiel, was man da kriegen kann. Aber das gilt dann für den Master. Wie gesagt, ein kompletter Bachelor wird nicht im Ausland bezahlt durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Dann förderwürdige Vorhaben, das sind auch so ein paar weitere Sachen. Rombach-Stipendium, da wird es teilweise ein bisschen verrückt, aber ich wollte Ihnen auch diese Beispiele nennen, damit Sie eine Idee haben, was es alles gibt. Zum Beispiel das Rombach-Stipendium für Heilbronner, die eine künstlerische Zukunft anstreben. Oder auch ganz verrückt, das Anti-Streber-Stipendium. Das ist ein Bachelor-Stipendium der Zeppelin University für Leute mit Brüchen im Lebenslauf. Wenn Ihr Kind also ein paar Jahre so ein bisschen in Kurven geht im Lebenslauf, dann könnte das was sein. Oder jetzt mal ein bisschen weniger auf den Joke-Effekt, sondern ernsthaft das Carlo-Schmidt-Programm. Ganz, ganz spannendes Programm. Da werden Praktika in Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen bezahlt. Also Ihr Kind macht ein Praktikum beim Internationalen Strafgerichtshof oder bei den Vereinten Nationen oder solche Geschichten. Dann kann das bezahlt werden. Die MTU-Studienstiftung fördert Frauen in technischen Fächern. Ne, wichtiges Thema, tolles Thema. Evonik-Stiftung, die fördert naturwissenschaftliche Abschlussarbeiten. Also es gibt auch einen Haufen Sachen, die wirklich, die tollen Programme sind. Auch toll zum Beispiel das Aufstiegsstipendium. Das ist ein Stipendium für Fachkräfte mit einer Berufsausbildung und mindestens 2 Jahren Praxiserfahrung. Also wenn Ihr Kind zum Beispiel erstmal eine Ausbildung macht und dann ein bisschen arbeitet, dann könnte es Aufstiegsstipendien geben. Da werden deutschlandweit 1.175 im Jahr von vergeben. Man kriegt 1.015 Euro im Monat und das ist natürlich richtig viel Geld, weil damit ist man ja schon ganz gut finanziert, je nach Stadt. Sie haben das vorher gesehen. Wenn Sie in München studieren, ist man mit 1.015 Euro noch nicht ganz durchfinanziert. Aber wenn man dann noch ein bisschen nebenbei jobbt, dann hat man das wirklich durch. Man bewirbt sich bis zu spätestens zum zweiten Semester. Gute Noten sind wichtig. Es gibt keine formale Altersbegrenzung. Also auch für Sie. Man muss es aber begründen, warum das was für einen ist, warum man das machen will, warum das wichtig ist für die eigene Karriere. Also das ist tatsächlich, da gibt es dann entsprechende Bewerbungsverfahren, Auswahlverfahren, wo auch solche Sachen abgefragt werden. Aber wie gesagt, falls Ihr Kind erstmal eine Ausbildung macht und dann später sich für ein Studium interessiert, ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes, tolles Stipendium. Hier die Infos. Und dann natürlich einfach besondere Persönlichkeit. So, und jetzt auch hier habe ich natürlich erstmal ein bisschen die verrückteren Sachen rausgesucht. Die existieren übrigens alle wirklich. Zum Beispiel die Anton und Helene Zerena Stiftung, die fördert bedürftige Studierende aus Lübeck, die in Berlin studieren. Die Emily Porzner Stiftung fördert bedürftige Töchter bayerischer Beamter. Also falls Sie Beamte sind, Ihre Töchter bedürftig, dann könnte das was sein. Die Schönische Lebensstiftung zu Pattensen vergibt Stipendien an christliche Studierende aus der Region Pattensen. Das habe ich deswegen gewählt, weil meine Oma, Gott hab sie selig, aus Pattensen stammte. Das ist 30 Kilometer südöstlich von Hannover. Das Fritz-Pohre-Siegel-Stipendium für gebürtige Hamburger Studierende, deren Eltern Lehrer sind. Die Gustav-Schickedanz-Stiftung fördert evangelische Studierende, die mindestens 5 Jahre in Bayern gelebt haben. Warum nenne ich Ihnen diese Sachen eigentlich? Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht gering. Vielleicht Gustav-Schickedanz-Stiftung, man weiß es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass nichts davon auf irgendwen in dieser Runde zutrifft. Ich nenne es Ihnen deswegen, um Ihnen zu zeigen, was es gibt, um Ihnen zu zeigen, was geht, wenn man recherchiert. Ich hatte Ihnen ja gesagt, so diese Schätzung, dass etwa ein Fünftel nicht ausreichend qualifizierte Bewerber und Bewerber findet. Daran liegt das, weil es einfach so viele Stipendien dieser Art gibt, die, ich sag mal, eine sehr spitze Zielgruppe haben. Aber vielleicht findet man eben so dieses Stipendium, was genau auf einen selbst passt und dann ist die Konkurrenz im Zweifelsfall gering. Wichtig ist es immer, die Hochschule zu fragen. Erstens, und zwar aus 2 Gründen. Erstens, wenn es Studiengebühren gibt, sind diese meistens, nicht immer, aber meistens reduzierbar. Das wird dann häufig ein Stipendium genannt von der Hochschule. Man könnte es auch einen Rabatt nennen, wenn man ehrlich ist. Aber danach kann man auf jeden Fall fragen. Solche Optionen gibt es, wie gesagt, in den meisten Fällen, wenn Studiengebühren erhoben werden. Zweitens, Hochschulen kennen sich mit lokalen Stipendien aus. Das sind häufig die Career Services von der Hochschule, ne? Also die KarriereberaterInnen,
Und die helfen. Ja, so, da kann man hingehen, da kann man fragen, und die kennen die lokalen Sachen. Und jetzt auch die Frage, ne, wo gibt es viele lokale Sachen? Je mehr älteres Geld in einer Region ist, kann man Pi mal Daumen sagen, desto mehr so von diesen kleinen Stipendien gibt es. Weil die sind im Regelfall von Privatleuten geschaffen, diese Stipendien, diese kleinen. Und es gibt halt einfach in Regionen mit mehr Wohlstand gibt es halt einfach deutlich mehr Leute, die sich das halt leisten können. Heißt also, sie finden in Bayern besonders viel und dann natürlich in den wohlhabenderen Regionen Bayern. Sie finden natürlich rund um Frankfurt viel. Natürlich finden sie Baden-Württemberg viel. Hamburg, Hamburger Raum, Großraum Hamburg, haben sie auch wirklich großes Cluster, wo sie Stipendien dieser Art finden. Und sie finden halt in den neuen Bundesländern tendenziell deutlich weniger von diesen kleinen lokalen oder kleinen, sehr, sehr, sehr speziellen Stipendien. Hier eine Reihe an Links, wo Sie gucken können. Die Stipendiendatenbank ist von eFellows.net. Das ist wirklich ein sehr schönes Angebot von eFellows, wo man nach Stipendien suchen kann, wo man ein paar biografische Details eingibt, was studiere ich wo etc. Aber hier finden Sie auch die anderen Links. Checken Sie es aus. Kommen wir zu Krediten. Zwar besser ein Kredit als kein Studium, aber Kredite sind sehr viel weniger attraktiv geworden. Im Sommersemester 2023, das sind die neuesten Zahlen, hatten 63.052, gab es 63.052 Studierende, die einen Studienkredit erhalten haben. Und das sind ganz 10.000 weniger als ein Jahr vorher. Und das hat auch seine Gründe, weil eben ein Studienkredit durch die Zinswende deutlich unattraktiver geworden ist. Ich stelle Ihnen drei Kredite vor. Alle Infos finden Sie im jährlich erscheinenden CAE-Studienkredit-Test. Den können Sie kostenlos im Internet finden. Wenn Sie CAE-Studienkredit-Test eingeben, finden Sie, das ist eine tolle Veröffentlichung. Erstmal der KfW-Studienkredit. Hier sind die Konditionen folgende. Man erhält bis zu 650 Euro im Monat. Das war zur Zeitpunkt der Einführung vor knapp 20 Jahren der BAföG-Höchstsatz, lang ist es her, wurde nie angepasst, diese Zahl. Das heißt, damals war die Idee, dass das so quasi Untergrenze ist, wovon man ein Studium bestreiten kann. Wurde leider nie angepasst. 650 Euro ist natürlich in keiner, also es ist nicht real möglich, von dem Geld ein Studium zu bestreiten. Bisschen über Regelstudienzeit, dann hat man eine Karenzphase, und da muss man zurückzahlen, keine Sicherung nötig. Nachteile, erstens, Auslandsstudium geht nicht und vor allem der Zinssatz 9,01%. Und das ist natürlich heftig. Mit 9,01% kann man ganz leicht in eine Zinseszinsfalle gehen. Warum ist der Zinssatz so hoch? Werden Sie zu Recht fragen. Weil man kennt ja KfW-Kredite. Man kennt ja KfW-Kredite für eine energetische Sanierung des Hauses. Da hat man doch auf 0% oder 1 oder 2%, aber doch nicht solche Prozentzahlen. Das ist eine politische Entscheidung. Die Politik hatte sich entschieden, diesen Kredit nicht zu einem Förderkredit zu machen, weil diese KfW-Kredite, wo sie für die energetische Sanierung ihres Hauses irgendwie sehr geringe oder keine Zinsen zahlen, das sind Förderkredite, wo der Staat halt die ganzen Kosten, die in einem Kredit stecken, Refinanzierungskosten, ne? So eine Bank, die muss sich das Geld ja von einer Zentralbank leihen. Es gibt Verwaltungsgebühren, es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Ausfällen, die müssen ja auch eingepreist werden, dann will man auch ein bisschen Gewinn machen. So, dieses ganze Geld gibt die Bundesregierung in diesem Fall, wenn sie sich eben so einen Energiesanierungskredit halt besorgen. In diesem Fall hat die Bundesregierung gesagt, ja, nee, das Geld sparen wir uns. Und das ist dann halt eben jetzt, wo die Zinsen so hoch sind, ist das halt das Geld, der Zins, den sie zahlen, bei einem Marktzins für einen eben Kredit ohne Sicherheiten. Und ich will eigentlich immer nicht so politisch sein in meinen Vorträgen. Ich glaube, ich habe das auch bisher vermieden zu sein. Vielleicht beim BAföG, das hat man schon durchgehört, dass ich das nicht so gut finde. Und auch an dieser Stelle kann ich sagen, ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde, dass man jungen Leuten, die ihr Studium mit einem Kredit finanzieren wollen, die in sich investieren wollen, eben auf diese Weise. Ich finde, dass der Staat so großzügig sein sollte, diesen jungen Leuten unter die Arme zu greifen, indem man da wenigstens einen Förderkredit draus macht. Das ist meine Überzeugung und ich finde, es ist bitter, dass das so nicht ist. So, so viel zur Politik. Ich glaube, das ist auch was, was sicherlich viele von Ihnen ähnlich sehen werden. Kommen wir zum KfW-Bildungskredit. Auch wieder KfW. Hier hat man
Kriegt man nur bis zu 300 Euro im Monat, also wenig Geld. Man hat maximal 24 Monate Auszahlungsfrist, also noch nicht mal ein komplettes Bachelorstudium. Man kann es aber im Bachelor und im Master kriegen. Und jetzt wird es aber interessant. Das ist ein Förderkredit. Auch da mit 5,12% aktuell teuer, aber immerhin ist es ein Förderkredit. Und da sind Zinsen, die nicht mehr ganz so brutal sind. Das heißt, das könnte vielleicht ein bisschen was sein, aber auch da natürlich sind die Zinsen hoch. Jetzt kommen wir zum dritten Modell, was ich Ihnen vorstellen will, den Bildungsfonds. Und da wird es interessant, das ist vor allem, wenn Ihr Kind privat studieren will, könnte das wirklich eine spannende Geschichte sein. Hier hat man nämlich keine festen Zinsen, sondern man zahlt für eine bestimmte Zeit, also eine vorher bestimmte Zeit, einen Prozentsatz seines späteren Lohnes zurück. Was meint das? Ich drösel es Ihnen einfach auf. Sagen wir, Ihr Kind braucht für sein Bachelorstudium insgesamt, was weiß ich, 25.000 Euro, weil es privat studieren will und das halt irgendwie die Studiengebühren vielleicht sind über die 3 Jahre. Dann geht Ihr Kind zu einem Bildungsfonds und sagt, okay, bitte gib mir diese 25.000 Euro. Wenn der Bildungsfonds Ihr Kind für entsprechend aussichtsreich hält, eine gute Karriere zu machen, werden die sagen, ja, okay, kein Problem, kriegst du. Dafür musst du uns aber die ersten 8 Jahre deines Berufslebens, was weiß ich sage jetzt auch mal 9% deines Lohnes zurückzahlen. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, ob das jetzt ein realistischer Prozentsatz ist. Ne? Das ist jetzt einfach mal so in die Tüte gesprochen. Wenn Ihr Kind dann eine gute Karriere macht und gutes Geld verdient, dann zahlt Ihr Kind das Doppelte oder Dreifache dessen zurück, was es gekriegt hat. Wenn Ihr Kind dagegen nicht so viel Geld verdient, und das kann ja auch an verschiedenen Dingen liegen, ne? Das kann sein, kriegt irgendwie früh ein Kind und kann dann nicht Vollzeit arbeiten. Es kann sein, dass Ihr Kind vom Fahrrad fällt und irgendwie sich mehrere Rippen bricht und dann irgendwie nicht so richtig arbeitsfähig ist für einige Jahre oder nur in Teilzeit. Es gibt ja auch solche Schicksalsschläge, die passieren können. Wirtschaft läuft total blöde. Was auch immer, dann zahlt Ihr Kind halt nur einen Bruchteil dessen zurück, was es gekriegt hat. Also, weil man halt eben ein festes Set an Jahren, einen festen Prozentsatz hat, ist das, was man zurückzahlt, halt variabel und abhängig vom eigenen beruflichen Erfolg. Es gibt eben kein Schuldenrisiko, es gibt eine flexible Kredithöhe, da gibt es auch 40.000 Euro und mehr. Und es gibt einige Anbieter. Es gibt auch einen Haufen private Hochschulen, die solche Modelle anbieten. Und die machen das meistens mit der Chancen-EG oder mit Brain Capital. Das sind Anbieter, die das quasi mit den Hochschulen vernetzen. Also wenn jetzt Ihr Kind sich schon ein bisschen informiert hat in einer privaten Hochschule und von so einem Modell Ihnen erzählt hat, dann ist das ein Bildungsfondsmodell. Und da steht eigentlich immer entweder die Chancen-EG oder Brain Capital hinter. Es gibt aber auch allgemein mit der deutschen Bildung einen Anbieter, wo jeder mitmachen kann. So, weitere Optionen gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gibt noch so ein paar Studienabschlussdarlehen mit 0% Zinsen. Das ist ganz interessant, wenn Ihr Kind irgendwie Bachelorarbeit macht und einfach dann sich mal ein bisschen den Rücken frei haben muss, nicht mehr arbeiten will, sondern sich einfach mal ein halbes Jahr auf die Bachelorarbeit oder wenigstens ein Vierteljahr auf die Bachelorarbeit konzentrieren. Da gibt es noch so ein paar Mikrokreditoptionen, die ganz interessant sind, aber ansonsten gibt es eigentlich nicht viel mehr. So. Jetzt kommen wir zum letzten Ding, später Steuern zahlen. Das ist wirklich was für den Hinterkopf, das ist nicht was für jetzt. Hier geht es um die steuerliche Absetzbarkeit von Ausbildungskosten bei Ihrem Kind. Aber Ihr Kind zahlt ja keine Steuern, aktuell und wahrscheinlich auch noch für einige Jahre keine Steuern. Der Grundsatz ist, dass alle Ausbildungskosten steuerlich im selben Jahr absetzbar sind. Also Beispiel, Sie machen jetzt eine Weiterbildung, die bezahlen Sie, dann können Sie das von Ihrer Steuer absetzen, ganz normal. Wenn für Ihr Kind ist das natürlich nicht wirklich interessant, weil es keine Steuern zahlt. Wenn man keine Steuern zahlt, ist es auch nichts absetzbar. Ausbildungskosten nach der Erstausbildung sind von der späteren Steuer absetzbar. Was heißt das konkret? Der Standardfall wäre Schule, Bachelor, Master. In diesem Fall wäre der Master von der späteren Steuer absetzbar. Der Sonderfall bei einer vorherigen Ausbildung, dann, also vorherige, nicht gleichzeitig, nicht duale Ausbildung, aber bei einer vorherigen Ausbildung, dann wäre sogar alle Kosten des Bachelors von der späteren Steuer absetzbar. Also man hat quasi so eine Art, man man hat beim Finanzamt quasi, gibt man negative Steuererklärungen ab und irgendwann positiv kann man sich das dann zurückholen. Wichtig ist ein inhaltlicher und zeitlicher Zusammenhang. Das heißt, nach ein paar Jahren muss man im Job sein, der auch irgendwie zu dem Studium passt. Spätere Arbeit muss mit dem Studium zu tun haben. Und absetzbar ist eigentlich ziemlich viel. Studiengebühren, Fahrtkosten, also Fahrtkosten im Sinne von Weg von der Uni zum Haus und
und zurück, Bücher, Computer, Software, Lizenz, Sprachkurs, Kreditzinsen bei einem Fernstudium, Arbeitszimmer, vielleicht auch für Sie interessant, bei doppelter Haushaltsführung, was aber eher unrealistisch ist, auch eine Wohnung. Das heißt, ne, man setzt für einen Master beispielsweise 10.000 Euro ab, im ersten Arbeitsjahr verdient man 45.000 Euro, zahlt also Steuern, als hätte man 35.000 Euro verdient. Das ist Zukunftsmusik, das weiß ich. Vielleicht merken Sie es für sich und ist einfach für Ihre Kinder später ein guter Tipp. Auch da, Studis Online hat richtig gute Infos. Und jetzt kommen wir zum Ende dessen. Ich habe jetzt ja auch wirklich sehr lange am Stück geredet, aber ich stehe Ihnen sehr, sehr gerne noch Rede und Antwort. Ich bin mir sicher, dass ein paar Fragen aufgekommen sind. Über diesen QR-Code können Sie sich das runterladen. Ich habe aber auch schon hier im Chat so, hier ist auch der Link. Darüber können Sie sich die Folien besorgen. Deswegen stoppe ich jetzt auch mal die Freigabe und freue mich über Ihre Fragen. Ich sehe schon, Anne, wie kann ich auf die Auszeichnung zugreifen? Das ist, die Frage ging nicht an mich. So. Vielen Dank, Sebastian, an dieser Stelle. Und als wenn es Fragen gibt, dann ist jetzt die Chance tatsächlich. Melden Sie sich gerne zu Wort, wenn Sie möchten. Sie dürfen auch in den Chat schreiben. Wir haben noch ein bisschen Zeit und beantworten gerne Fragen. Gibt es zusätzliche Studiengebühren für Ausländer? Nein. Wir haben in Deutschland keine Studiengebühren für Deutsche und Ausländer. Wenn Sie aus der Ukraine geflohen sind, gibt es sogar tatsächlich die Möglichkeit, BAföG zu empfangen. Da würde ich Ihnen raten, beim lokalen Studierendenwerk, die meisten haben sich umbenannt in Studierendenwerk, manchmal auch Studentenwerk noch als die alte Bezeichnung, sich zu informieren. Ukraine ist tatsächlich ein Sonderfall, in dem es da spezielle Unterstützung gibt, eben auch für Leute, die weder einen deutschen Pass haben noch schon lange in Deutschland sind. Ich bin an keiner Hochschule. Ich bin im Hochschulforum Digitalisierung. Wir sind so eine Art, also ich leite eine Großveranstaltung und das Hochschulforum Digitalisierung, wo ich quasi angesiedelt bin mit dieser Veranstaltung, die ich mache einmal im Jahr. Da bin ich, da sind wir so eine Art Netzwerk, die Hochschulen in Innovationsprozessen unterstützen. Also wir sind so eine Art, ja, ich sag mal, Innovationstreiber im Hochschulsystem, arbeiten da mit allen zusammen, staatlich wie privat. Genau, aber ich biete oder auch wir bieten keine Studiengänge an. Ja, danke auch gerne. Ich gebe die Information sehr gerne weiter. So. Stelle. Also Sebastian wird ja noch weitere Webinare auch tatsächlich im Laufe des Jahres halten. Da seien Sie gerne wieder dabei. Ich habe gerade die Folien auch noch mal geteilt. Wir schicken Ihnen morgen auch noch eine E-Mail. Dann finden Sie das alles noch mal, auch die Aufzeichnung dieses Webinars. Genau. Und hier kommt noch eine Frage, sehe ich gerade. Ja, diese Tutorien, das ist tatsächlich so ein Ding. Mir ist keine bekannt. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Also auch da, gerade wenn es um kleine Stipendiengeber geht, es ist ja jedem frei, ein Stipendium zu starten. Ne? Das heißt, wenn jetzt ist völlig denkbar, dass sich irgendwie ein wohlhabender Anwalt oder Anwältin sich gedacht haben, okay, ich will jetzt studieren, dabei unterstützen, diese blöden Tutorien. Also blöd im Sinne von, ist halt schon so ein Ding, dass man da halt wirklich viel Geld für ausgeben muss. Ich will da Leute mit Tutorien unterstützen. Das heißt, es ist absolut denkbar, dass es das gibt. Mir ist aber jetzt kein größerer Anbieter bekannt. Irgendwo wird es sicherlich sowas geben, kann ich mir vorstellen, aber nicht in einem großen Umfang. Davon hätte ich gehört, wenn es das im großen Umfang gäbe. Alle Informationen rundum in deinem Vortrag mit abgefangen hast. Oder ich habe die Leute einfach erschlagen. Förderung für Schüler. Es gibt
Also finanzielle Förderung für Schüler, also das ist nicht mein Spezialgebiet. Mein Spezialgebiet ist tatsächlich das Studium. Es gibt, wie heißt es denn jetzt nochmal? Ich habe es in meinen anderen Folien, die ich immer, wenn ich vor Schülern Vorträge halte, es gibt ein ganz spannendes Coaching-Programm. Da kann man sich aber, muss man sich aber bewerben, 2 Jahre vorm Abi. Also das wird in den meisten Fällen zu spät sein, wo man, wenn man genommen wird, tatsächlich so ein komplettes Berufscoaching, also eine Berufswahl-Coaching durchläuft. Es kostet auch nichts und auf eine Art ist das auch ein Stipendium. Da müsste ich aber, der Name ist mir tatsächlich gerade, also wenn das Interesse besteht, kann ich das ganz schnell mal meine andere Vortrag raussuchen hier. So, Moment, ich suche es ganz schnell raus, weil das ist aus einem anderen Elternvortrag. Genau, Studienkompass damals. So, ich sage mal den Namen, ich packe es in den Zoom rein. Studienkompass, Studienwahlberatung 2 Jahre vor Schulende. Werben, Ausrufezeichen. Das ist ein ganz, ganz tolles Programm, wenn Ihre Kinder noch ein bisschen jünger sind oder sie haben auch jüngere Geschwister, ne? Gibt ja auch viele, die auch 2 oder 3 Kinder haben. Gucken Sie sich das mal an. Wenn Ihr Kind aber jetzt kurz vorm Abi steht, dann ist es dafür schon zu spät. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Coaching-Programm. Ja. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute mit dabei waren. Wir freuen uns, wie gesagt, auf nächste Woche Samstag. Da ist der Sebastian in München mit uns vor Ort bei Status Abi. Da kann man Sebastian persönlich treffen. Da hält er auch diesen anderen Elternvortrag mit den Zusatzinfos. Genau, und steht für Fragen den Richtig. ganzen Tag zur Verfügung. Und ansonsten sehen wir uns auch gerne bei einem der nächsten Webinare wieder, wenn es um Bewerbung fürs Studium geht oder den richtigen Studienweg finden, eben Auslandsstudium, privat oder staatlich, was wir heute schon so ein bisschen anklicken. Hören haben. Genau. Und ja, wir schicken Ihnen alle Infos, wie versprochen, im Nachgang zu. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und großes Dankeschön an dich, Sebastian. Und danke für die freundlichen Worte. Das ist ja wirklich total toll. Also ich gehe sehr beschwingt jetzt in den Abend. Das ist wirklich sehr, sehr schön, das Feedback. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle und ganz herzlichen Dank an euch von Ifellows. Immer wieder eine Freude. Danke. Danke auch. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss.